Ich habe dieses Buch Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts, das uns auch heute besonders, dessen Inhalt uns besonders beschäftigen wird, ja vorgestellt auf diesem Kanal. Und ich beginne dieses Buch mit einer Art Gedankenexperiment. Was wäre, wenn man in der Silvesternacht 1899 bis 1900 einen Ausblick stellen würde? Was konnte man da wissen? Welche Zukunftserwartungen hatte man? Philosophisch, aber auch gemein, allgemein, historisch. Und ich meine, dass man über die Krisenhaftigkeit des 20. Jahrhunderts noch wenig gewusst hätte, wenn man es allein von der deutschen Situation her sieht. Die Deutschen, das Deutsche Reich mit seiner sehr starken naturwissenschaftlichen Blüte, den Max-Planck-Gesellschaften, die damals noch späteren Max-Planck-Gesellschaften, Kaiser-Wilhelms-Gesellschaften hießen, all das hatte eine große Blüte. Der französische Historiker Raymond Aron hat einmal geschrieben, das 20. Jahrhundert schien ein Jahrhundert der Deutschen werden zu sollen und es ist ein Jahrhundert der Katastrophen geworden. Sehr Interessantes kann man da lesen bei dem Historiker aus Chemnitz, Kroll, der über diese Dinge geschrieben hat, über diese große Blüte und Aufbruchzeit der Gründerzeit. Wenn man aber jetzt in die Philosophie schaut, dann haben wir aus dem 19. Jahrhundert ein ambivalentes Erbe. Wir haben eine akademisch-universitäre Philosophie, die zunehmend geprägt ist vom Psychologismus, also von der Frage, lässt sich das Denken überhaupt in der Wahrheitsfrage, in diesen großen metaphysischen Fragen rein abbilden? Oder können wir eigentlich nur Denkvorgänge rekonstruieren? Dieser Psychologismus hat auch in der Völkerpsychologie große Ergebnisse gezeitigt. Wilhelm Wundt in Leipzig und andere. Und auf der anderen Seite ist es, davon haben wir schon gesprochen, der Neukantianismus, die Rückkehr zu Kant, auch nach dem deutschen Idealismus, die Frage nach den Grenzen der Vernunft, eine Philosophie, die primär Wissenschaftstheorie der neuen Wissenschaften sein soll, der Naturwissenschaften und auch der Geisteswissenschaften. Diesseits der akademischen Philosophie blüht es aber richtig. Dort kommen die neuen großen Entwürfe zum Tragen. Das ist vor allem Schopenhauer schon gewesen, der ja im Zeitalter des deutschen Idealismus sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung geschrieben hat, das aber erst mit großer Verspätung und Verzögerung Ende des 19. Jahrhunderts gewirkt hat. Auch gewirkt hat durch Friedrich Nietzsche, der Schopenhauer als seinen Erzieher begriffen und verstanden hat. Nietzsches Ringen mit der Gottesfrage, die Frage nach dem Tod Gottes, sein Ringen mit dem Christentum und seine Annäherung an die griechische Antike, auch dieses letztlich neupagane Feiern des Lebens, bringt einen ganz anderen, neuen Ton in die Philosophie. Darüber habe ich ein paar Querschnitte zu geben versucht, bis zu den tragischen Ausbrüchen des späten Nietzsche mit dem Antichrist, wo er sich als Verflucher des Christentums zeigt und wo er diesen Tod Gottes wirklich in eine geradezu wahnwitzige Gegenkonzeption bringt. Aber ihm antwortet auch und außerdem immer Dostojewski, Kierkegaard, die großen außerakademischen, gesamteuropäischen, christlichen Denker und Dichter. Und wenn man Nietzsches Frage nach Erkenntnis und Leben aufnimmt, auch diese ringende Frage nach der Bejahung des Lebens in der ewigen Wiederkehr desgleichen, dann sieht man einen ganz anderen Nietzsche, der durchaus auch eine andere Wendung, gerade auch eine, ja, wenn ich es theologisch sagen dürfte, eine Wendung auf die Schöpfung hin hätte nehmen können. Nichts in der Geistesgeschichte ist konditioniert, das sagen nur die ideologischen Verzerrungen. Alles ist in Bewegung, ist in einer Dynamik. Das ist der Punkt, das ist der Hügel, auf den man ins 20. Jahrhundert blicken kann, von dieser Silvesternacht her. Und was kommt dann auf? Es kommt einerseits eine Irrationalität,
eine Außerrationalität in der Geistes- und Ideengeschichte der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zum Tragen, die diesen Nietzscheanismus weiterträgt. Nietzsche, der fast verkannt, fast vergessen, im Wahnsinn stirbt im Jahr 1900. Er hat dann seine Adepten und Anhänger gerade unter Künstlern. Und die stellen die Frage nach Geschichte und Leben, nach Reflexion und Erlebnis ins Zentrum. Der Erlebnisbegriff wird ein ganz entscheidender Begriff auf der Ebene der großen Philosophie, auch der historisch-hermeneutischen Philosophie, wird daraus die Frage von Wilhelm Dilthey nach dem Verstehen des Lebens, der Einfühlung, die die Brücke ziehen kann zwischen verschiedenen Formen der Kultur und der Kunst. Davon war auch schon die Rede. Manches wurde und wird unter den zentralen Begriff der Lebensphilosophie gebracht, weil für einen Mann wie Dilthey, der viele Impulse von Nietzsche aufnimmt, tatsächlich das Leben die Verbindung des Verstehens ist. Wir können nur verstehen, wo wir es mit Lebensäußerungen zu tun haben. Also Sie haben dann einerseits diese Denkpsychologie, eigentlich die Entthronung des philosophischen Erstanspruchs. Dann hat man diese lebensphilosophisch-hermeneutische Linie. Man hat ganz stark den Historismus. Der Historismus hat eine sehr fundamentale Wirkung getan, weil er letztlich behauptet, dass nichts aus einer absoluten Wahrheit verstehbar ist, dass es eine absolute Wahrheit gar nicht gibt, sondern dass alles relational in Analogien zu anderen Hervorbringungen zu sehen sei. Und dann hat man aber eine Linie, die ganz anders verfährt, die nämlich, wie Edmund Husserl, der Begründer der Phänomenologie, sagt, zu den Sachen selber führen soll. Zu den Sachen selber. Das heißt, zu den Phänomenen, wie sie sich zeigen und wie sie sich geben. Der Sache, die nicht primär historisch vermittelt ist, sondern die an sich selber durch eine Phänomenbetrachtung zu erfassen ist, die das Phänomen so nimmt, wie es sich gibt, in den Grenzen, in denen es sich gibt, aber im Phänomen die Erscheinung, in der Erscheinung das Wesen sucht. Das ist, das sieht man sofort, wenn man hineindenkt und hineinhört, ein Gegenbild zu Kant, der ja Wesen und Erscheinung, Wesen, Ding an sich und Erscheinung getrennt hatte und in seiner Erkenntnistheorie festgehalten hatte, wir kommen gar nicht zum Ding an sich. Die Neukantianer, die meisten Neukantianer, wir haben ein bisschen über Hermann Cohen und Natorp gesprochen, da ist es etwas anders. Aber die meisten Neukantianer machen das genauso wie Kant. Ja, sie machen sogar aus dieser Philosophie eine respektable Erkenntnistheorie, fragen gar nicht mehr nach dem Wesen der Sache selbst. Und da kommt nun Edmund Husserl, ein junger Privatdozent in Halle, wo er lange blieb, erst spät in Göttingen Professor wurde und dann nochmal später in Freiburg im Breisgau Professor wurde, der in seinen Untersuchungen, seinen logischen Untersuchungen eine Kritik des Psychologismus vornimmt und damit immer tiefer in diese Frage hineintritt, wie zeigt sich in den Phänomenen das Wesen? Das haben ja manche auch schon vor Husserl getan, zum Beispiel Goethe hat in seiner Phänomenologie der Pflanze und der Tiere, das hat er nicht Phänomenologie genannt, das hat er Morphologie genannt oder Metamorphose, der genau gesagt hat, das Wesen liegt in der Erscheinung. Wenn man es heraussehen kann, dann hat man es. Also es ist das Wesen eine Sichtbarkeit und nicht nur ein Gedanke.